Sie Lords und Sie Ladies, kein Rum ohne Cocktail, es gibt den Ronaldo. Warum die den Drink Ronaldo genannt haben, keine Ahnung, möglicherweise wegen des Cachaça, der da auch noch mit drin ist. Auf jeden Fall, das wird ein nicht so ganz leichter Drink. Ich hatte euch ja den Bacardi Carta Oro vorgestellt. Ja, und daraus machen wir jetzt einen Drink mit Cachaça, mit Ananassaft, mit Limette und Bananensirup. Zunächst mal wieder Shaker mit Eis. Und jetzt kommen hier die guten Sachen rein. Allen voran mal der Bacardi Carta Oro mit 3 Zentilitern. Gehen da rein. Ebenfalls 3 Zentiliter, also 30 Milliliter von dem Cachaça. So, ich habe jetzt nicht den Pitu genommen. Den finde ich persönlich, sagen wir mal, nicht so gut. Und Cachaça ist ja auch ein Zuckerrohrschnaps. Ich nehme den Canario. Das Schöne ist, wir brauchen nur einen Spritzer Limette. Kein Problem, machen wir. Zack. Jawohl. Und jetzt kommen wir zum verrückten Teil. Ich will jetzt für 15 Milliliter Ananassaft, was im Rezept steht, nicht unbedingt einen ganzen Packen Ananassaft aufmachen. Aber, ich bin ja erfinderisch, das quetschen wir. Für 15 Milliliter brauche ich erstmal eine Abmessung. 15 Milliliter haben wir hier drin in dem Jigger. Und hier liegen schon Ananasstückchen. Die werde ich jetzt quetschen mit eben dieser Zitronenpresse hier. Und damit auch nicht so wahnsinnig viel an Fruchtfasern hier reinkommt, natürlich das Ganze durch ein Sieb drücken. Jawohl. So. Schwupp. So, 2 Stücke müssen es schon sein. Und dann hier einmal durch die Mangel drücken. So. Super. Haben wir unsere 15 Milliliter Ananassaft. Diese 15 Milliliter Ananassaft kommen hier auch gleich mit dazu. So, und für die zweite 15 Milliliter Zutat wollte ich mir jetzt auch nicht eine ganze 0,2 oder 0,7 Flasche Bananenlikör kaufen. Deswegen habe ich die mal selbst angesetzt. Da ist so ein bisschen Bananenpüree drin, da ist ein bisschen Zucker drin und Wodka, weil der schmeckt ja meist nach nichts. Auch hier ist ein Barsieb oder in meinem Fall auch Teesieb durchaus hilfreich. Ich kippe das Zeug mal hier rein. So. Und werde dann auch nochmal mit einem Barlöffel das Ganze hier durch sein. So. Damit kriegen wir dann auch unsere 15 Milliliter voll. Creme de Banane oder halt Bananenlikör. Und auch das dürfte niemand wundern. Wir müssen den Drink ja in irgendwas unterbringen. Also ein vorbereitetes Glas mit Eis. Und jetzt meine Lieblingstätigkeit. Das Shaken. Jawohl. Und auch hier ist Double Strain kein Fehler. Also Sieb und eingießen den ganzen Spaß. So ist doch dickflüssiger als gedacht. Also komm, den ganzen Spaß da rein. Und fertig ist der Lack. Man verschätzt sich ja immer wieder. Also, wenn ihr das Double Strain möchtet und dann überhaupt nichts an irgendwelchen störenden Stückchen da drin haben wollt, nehmt um Gottes Willen dann einen Bananenlikör und nehmt auch eben Ananassaft aus den Packs. Bitte, kann euch keiner verbieten. Ich hatte das Zeug gerade da und jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Ich finde ja, das sieht sehr anständig aus und ich hoffe, das schmeckt auch anständig. Auf euer Wohl. Prost. Oh ja. Hui, da ist Wumms drin. Du schmeckst natürlich so ein bisschen diese Härte vom Cachaça, wird aber wieder ausgeglichen von dieser Sanftheit der Banane und ja, und dieses Süß-Saure von der Ananas macht das Ganze auch nochmal echt spannend. Durchaus ein leckerer Drink. Also hat nicht so dieses ganz Runde, hat noch eine Kante vom Cachaça, aber macht den Drink umso spannender. Freunde, wenn ihr den nachmischen wollt, ich schreibe euch das Rezept unten hin und wir sehen uns beim nächsten Drink. Tschüss!